In einem Punkt sind sich alle führenden Thanatologen und Nahtodforscher einig. Nahtoderfahrungen besitzen eine sogenannte überkulturelle Übereinstimmung. Das bedeutet, es hat keinen signifikanten Einfluss auf die Inhalte einer Nahtoderfahrung, welche Kultur ein Mensch hat. Das bedeutet quasi im Umkehrschluss, dass Menschen in Europa genau die gleichen Nahtoderfahrungsinhalte haben wie die in Afrika. In diesem Beitrag möchte ich meinen Augenmerk allerdings hauptsächlich auf muslimisch geprägte Länder lenken. Wie erleben Menschen dort Nahtoderfahrungen? Wenn Nahtoderfahrungen tatsächlich nur der Spiegel der im Gehirn gespeicherten Gedankenwelt sein würden, dann würde man ja erwarten, dass den Moslems in Nahtoderfahrungen Allah sich offenbaren würde und dass der Prophet Mohammed, der angebliche im Islam, der angebliche Prophet Mohammed, sich ihnen offenbaren würde und dass sie in Bereiche kämen, die quasi Himmel und Hölle darstellen, genauso wie der Koran sie auch beschreibt. In diesem Zusammenhang möchte ich eine Studie des italienischen Arztes Giorgio Fonzo einmal vorstellen und präsentieren. Im Journal of Near-Death Studies haben nämlich der renommierte Bewusstseinsforscher Dr. Michael Nahm gemeinsam mit dem Theologen und Thanatologen Dr. Joachim Nicolai darauf hingewiesen, dass es ja diese Studie von dem italienischen Arzt Giorgio Fonzo gibt. Dieser Mann war von 1956 bis 1964 in verschiedenen arabischen Ländern tätig. In seinen Beispielen, also quasi in seinen gesammelten Erlebnisberichten von Moslems und von in muslimischen Ländern und Kulturen lebenden Menschen, in seinen Beispielen also, ist weder von einer Hölle, wie der Koran sie ausmalt, noch von einem Paradies die Rede, wie es muslimischen Glaubensvorstellungen entsprochen hätte. Stattdessen berichten die Menschen von außerkörperlichen Erfahrungen, Tunnelphänomenen, der Annäherung an ein lebendiges Licht, das nicht blendete, Verstorbenen, die sie zurückschickten und Lebensrückblicken. Im gleichen Heft des Journal of Near-Death Studies, also Ausgabe 29.1 im Jahre 2010, findet sich auch eine Studie über die Nahtoderlebnisse iranischer Muslime. Hier also in diesen Tagungsbänden das Netzwerk Nahtoderfahrung, also quasi das hier ist die Quelle für dies, was ich hier verlese und was ich hier vortrage. Das Netzwerk Nahtoderfahrung hat also in seinen Tagungsbänden eine Reihe von Berichten dokumentiert, die von Menschen aus dem Iran stammten und also auch aus der Kultur des Islam. Da wird zum Beispiel in diesem Artikel jetzt eben das Beispiel des Iraners Amir Nazeri angeführt. Der wurde im Krieg von einer Kugel getroffen und für tot gehalten. Er selbst schreibt: In dieser Zeit war ich nicht in dieser Welt, ich war in einer anderen Welt. Die Landschaften, die ich dort gesehen habe, gibt es hier nicht. Auch nicht die wunderschönen Wasserquellen. Es ist wirklich sehr schwierig, die Orte, an denen ich war, zu beschreiben. Ich stand unter Gottes Segen. Ich merkte, dass irgendjemand mir diese Landschaften zeigen wollte und mich führte. Da war jemand, der mich begleitete. Dieser war wie Licht, er hatte jedoch keinen physischen Körper wie wir. Nazeri spricht also davon, in einer anderen Welt gewesen zu sein, beschreibt paradiesische Regionen und die Begleitung durch Lichtwesen. Alles Merkmale, die genauso in westlichen Schilderungen erwähnt werden. Was stellen wir hier also fest? Die Nahtoderfahrungen gleichen sich inhaltlich und sie gleichen sich in den Inhalten mehrheitlich. Warum mehrheitlich? Der einzige Unterschied ist natürlich die Verstorbenen, die einem erscheinen. Denn jeder hat ja sozusagen in Anführungszeichen seine eigenen Verstorbenen. Alle Versuche, Nahtoderfahrungen zu erklären, müssen also der überkulturellen Übereinstimmung Rechnung tragen. Es ist ja allgemein bekannt, dass Halluzinationen und Träume individuell gefärbt sind. Das bedeutet, Halluzinationen, genauso wie Träume, geben ja immer nur die im Gehirn übermittelten Gedächtnisinhalte wieder. Und genau die führen eben zu wilden Fantasien und Halluzinationen. Doch Nahtoderfahrungen unterscheiden sich durch die überkulturelle Übereinstimmung eben genau von Fantasien, Träumen und Halluzinationen. Hier stellen wir also fest, dass die Paradies- und Höllenvorstellungen, die im Koran und in den Hadithen gegeben werden,
die also quasi auch in diesen islamischen und arabischen Ländern eben vorherrschen. Hier stellen wir also fest, dass die Menschen, die dort leben, eben auch Nahtoderfahrungen erleben. Und da genau die Elemente vorkommen, die eben auch in der westlichen Welt eben auch vorkommen. Das bedeutet eine kulturelle Unabhängigkeit. In diesen Nahtoderfahrungen gibt es keinen Allah, der sich auch als Allah offenbart. In diesen Nahtoderfahrungen kommt auch kein Prophet Mohammed vor. Auch Huris, wie sie im Koran immer beschrieben werden und wie sie angeblich die Belohnung von Seligen sein sollten, gibt es nicht. Das bedeutet, wir haben hier quasi sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben hier einerseits bewiesen, dass es sich bei Nahtoderfahrungen um authentische Bewusstseinserfahrungen mit einer transzendenten Wirklichkeit handelt. Und nicht etwa um kulturgeprägte Fantasien, Träume und Halluzinationen. Doch wir haben eben auch einmal mehr gesehen, dass der Islam falsch ist. Denn wenn der Islam, die Religion des Islam, tatsächlich wahr wäre, dann müssten eben in dieser überkulturellen Übereinstimmung der Nahtoderfahrungen eben diese Inhalte, die quasi vom Koran und den Hadithen vom Islam also übermittelt werden, also diese Bilder vom Himmel und Hölle, müssen quasi also kulturübergreifend gesehen werden. Doch das ist eben genau nicht der Fall. Jetzt stellen wir fest, nicht einmal in muslimischen Ländern finden sich in Nahtoderfahrungen Beschreibungen von dem muslimischen Paradies und der muslimischen Hölle. Diese Huris, Allah oder Mohammed erscheinen in Nahtoderfahrungen einfach nicht. Das ist schon ein herber Schlag für den Islam. Es gibt weder die kulturelle Übereinstimmung in muslimisch geprägten Nahtoderfahrungen, denn muslimisch geprägte Nahtoderfahrungen gibt es eben nicht, noch gibt es solche muslimischen Nahtoderfahrungen in Anführungszeichen in muslimisch geprägten Ländern. Das bedeutet, einerseits haben wir demonstriert, dass der Islam damit eben falsch ist, da er nicht von der höheren Wirklichkeit bestätigt wird. Stattdessen sehen Menschen Jesus und Lichtwesen und das wärmende Licht und christliche sowie idealistische Elemente werden kulturübergreifend bestätigt. Und eben Nahtoderfahrungen gleichen sich eben mehrheitlich. Damit haben wir auch bewiesen, dass Nahtoderfahrungen real sind und solche Hypothesen, wie sie beispielsweise von einem Hubert Knoblauch geäußert werden, sind schlichtweg nicht stichhaltig und formal einfach absolut falsch und überhaupt nicht korrekt. Das bedeutet, wir können noch einmal festhalten, alle Studien zu Nahtoderfahrungen beweisen die überkulturelle Übereinstimmung. Die Nahtoderfahrungsinhalte, seien es Jesus-Erscheinungen, seien es Marienerscheinungen, Engelerscheinungen, Lichtwesen-Begegnungen, seien es eben die Begegnung mit den Verstorbenen und die außerkörperlichen Erfahrungen mit anschließend verifizierbaren Wahrnehmungen sowohl visueller als auch audiovisueller Natur. Diese Landschaften, diese wunderschönen, die gesehen werden, oder eben auch die Hölle, all das findet sich sowohl im Westen als auch eben in islamisch und arabisch geprägten Ländern und Kulturen finden sich übergreifend, kulturübergreifend in allen Kulturen. Das bedeutet, Nahtoderfahrungen sind tatsächlich authentisch und entstehen nicht im Gehirn. Gleichzeitig wird der Islam durch Nahtoderfahrungen falsifiziert, weshalb wir einmal, also das haben wir quasi jetzt zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Einerseits haben wir festgestellt, Nahtoderfahrungen sind eben nicht diese Träume, diese individuell gefärbten Halluzinationen und Fantasien. Andererseits haben wir festgestellt, dass der Islam falsch ist. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören bis zum nächsten Beitrag.